Heute, was geht ab, Leute, Hunger? Lucky Pokémon kam gestern Abend raus. Sie sind jetzt aktiv im Spiel. Kann ich euch leider noch nicht zeigen, weil ich habe gerade keinen zum Tauschen hier. Hoffentlich dann am Wochenende. Schreibt unten in die Kommentare natürlich, ob ihr bereits ein Lucky Pokémon habt. Die Frage besteht aber immer noch, lohnt es sich, Lucky Pokémon hoch zu pushen, weil höchstwahrscheinlich die IV ziemlich schlecht werden. Es kann natürlich immer noch sein, dass die IV sich verbessern beim Tauschen. Das ist natürlich immer noch eine Option. Also wer ein 100er Lucky bekommt, schon nicht schlecht. Was auch noch neu ist, und das ist eigentlich das für mich Interessantere, hier bei Settings, man kann seinen Spielernamen nochmal ändern. Ihr wisst, ich habe meinen Namen geändert von Bad Boy Buddha, so hieß ich früher. Bad Boy Buddha, so hieß ich früher auf den ganzen Pokerseiten. Und dann, viele fragen mich ja immer, was dieses RSG bedeutet. Das war mal eine Gruppe, ein Clan. Gibt es theoretisch immer noch, aber ich bin halt nicht mehr dabei. Und genau heißt es Rote Stühle Gang, weil früher am Bordeauxplatz alle, die diese Gruppe gegründet haben, auf roten Stühlen saßen, anscheinend. Und dann irgendwann im Verlauf der Zeit hieß es dann, wo ich beigetreten bin und dann die Gruppe nicht mehr nur aus roten bestand, sondern auch aus gelben und blauen, dann richtig saftige Gruppe. Und ja, wie es so ist mit Gruppen und Clans, manche verlassen die Gruppe wieder und neue Leute kommen und es ändert sich immer stets irgendwas und es gibt Auseinandersetzungen und ja, jetzt bin ich nicht mehr mit dabei. Den Namen konnte ich aber natürlich nicht mehr ändern. Es sei denn, ich hätte extra den Support angeschrieben. Da gab es einen Trick und zwar, wenn man sich beim Support meldet und sagt, man wird wegen seinem Nicknamen gemobbt, dann haben die ab und zu den Namen wieder geändert. Falls es nicht geklappt hat, dann immer weiter probieren und irgendwann haben die dann deinen Namen wieder geändert. Das sollte ich mir jetzt eigentlich nicht geben und ja, ich wollte der Gruppe auch nicht so in den Rücken fallen, dass ich direkt, nur weil ich austrete, dann meinen Namen ändere. Aber jetzt, wo die Option wieder freigegeben ist, und ein Hinweis, bei Niantic weiß man nie, vielleicht ist es ein Bug, vielleicht ist es gar nicht beabsichtigt, aber falls ihr euren Namen ändern wollt, ich würde sagen, nutzt es heute noch aus, weil bei Niantic weiß man es echt nie, vielleicht war es nur aus Versehen und das ist nur ein Bug und morgen könnt ihr wieder den Namen nicht ändern. Ich überlege, ich habe zwei Namen im Kopf. Super Saftig ist natürlich nicht mehr frei, ist bereits vergeben. Also entweder nenne ich mich TBT Hong, wegen der alten Yu-Gi-Oh! Gruppe. Das ist auch die einzige Gruppe, die mir wichtig ist, auch wenn TBT und Yu-Gi-Oh! Tot ist. Aber an sich, selbst damals, als es TBT gab, aber ich bei einem anderen Team war, CCG, mein Herz war immer für TBT. Also entweder TBT Hong oder TSM Hong. Weil ich feiere TSM einfach zu krass. Ist übrigens ein E-Sports-Team mit verschiedenen Spielen. Fortnite, League of Legends, Smash und so weiter. Aber ja, ist halt inoffiziell. Ich bin da nicht von denen. Wäre natürlich geil, wenn TSM mich sponsern würde. Dann direkt TSM Hong. Aber so muss ich überlegen. Ich tendiere halt zu TBT Hong. Ich muss nochmal schauen wegen Super Saftig. Vielleicht ist es doch nicht weg. Ja, das war so die Neuigkeit. Und was mein Name bedeutet. Und dann habe ich noch ein Relaxo natürlich am Start heute. Ist der letzte Tag, wo Relaxo am Start ist. Durch die Feldforschung. Dann können wir mal sowas hier. Schreibt auch unten in die Kommentare, wie es bei euch so mit Relaxo lief. Was euer Bestes. Hier mein letzter Versuch. Ich habe noch kein gutes Relaxo. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Der IV von dem muss ich noch checken. Der hat, glaube ich, 2 Werte auf 15, sonst hätte ich ihn weggeschmissen. Ja. Yeah. Checkt das bitte jemand für mich und schreibt das dann unten in die Kommentare. Aber jetzt erstmal. Bam. Ja. Danke, Professor. Dieser Samen, okay, brauche ich nicht. Übrigens, der Bug ist wieder weg. Die Pokémon erscheinen wieder. Die werden nicht automatisch gestapelt. Und abholen. 2000 Staub, saftig. 20 Bälle, saftig. 3000 EP, saftig. Und ist das Relaxo auch saftig? Das ist hier die Frage. Alter, ich glaube, das ist das schlechteste Relaxo, was geht. Auf jeden Fall sehr, sehr low. Oh mein Gott. Alter. Das ist so unglaublich schlecht. Ah, Relaxo, warum? Warum tust du mir das an, Bruder?
Seht ihr es? Er wehrt sich nicht mal. Er ist so schlecht. Alter. IV-Check. Ja. KP. Okay. Er ist nicht der Schlechteste, aber er ist schon extrem schlecht. So, das war's auch schon wieder von mir. Mal schauen, ob ich meinen Namen ändern werde. Aber falls ihr euren Namen ändern wollt, wie gesagt, macht das heute noch. Und ja, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Lucky Pokémon habt und wie euer Galaxo so war. Und was denkt ihr, kommt nächsten Monat? Ich habe keine Ahnung. Aber ich lasse mich überraschen. Das war's auf jeden Fall von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten vergesst nicht, Pokémon ist serious business.